Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch dieses Muster zeigen. Seht ihr? Wie man das strickt. Das habe ich jetzt mal mit Baumwolle gestrickt. Das ist so dieses, wo man Topflappen mitmachen kann, ja, häkeln kann. Habe ich mal gestrickt, weil es von der Optik her sehr schön rauskam. Und habe ich gedacht, okay, strick's erstmal damit. Das werde ich euch heute mal zeigen. So. Dann fangen wir mal an. Ich habe es jetzt hier so gemacht, habe ich schon mal hier unten meine linke gemacht und das Muster hier so reingesetzt. Könnt ihr auch, wenn ihr jetzt Socken habt, und setzt oben nur so ein Muster da rein, sieht auch toll aus, ja? Im Ganzen. So, wir fangen an auf der linken Seite. Links fangen wir an. Also ihr strickt euch ein paar Reihen hoch, so wie ihr das möchtet. Wir fangen auf der linken Seite an zu stricken. Hier ist rechts. Links, links fangen wir an. So. Dann schaut mal zu, wie wir das machen. Also ich habe dann meine Randmasche. Wir stechen jetzt hier, ich mache mir mal, ich habe immer lieber zwei Randmaschen, besseren Hals haben hier. So, aufpassen. Faden hierhin vor der Nadel, also weg von euch hier oder hinter der Nadel. Einstechen, Faden holen, so, wir holen den Faden, ja, wir holen den, genau, wir holen den Faden, ziehen den hier durch, an den zwei Maschen machen wir erstmal gar nichts, nur durchziehen. Jetzt gehen wir, legen den davor und stricken diese zwei Maschen ab, ja. Rechts abmaschen, also durch und rechts abstricken. So, das sieht dann so aus. Genau. Jetzt bei dem nächsten genauso. Zwei. Umschlag holen. Ja, alles ziemlich locker lassen. Hier durch, durch diese zwei Maschen durch. Und die Masche holen. Wir stricken eigentlich diese zwei Maschen ab. Ja, aus zwei machen wir dann eine. Faden wieder dahinter, den Faden da durchziehen, diese zwei Maschen rechts zusammenstricken, ja, so, und abheben. So sieht es jetzt erstmal aus. Dann wieder Faden nach hinten, durchstechen, Faden holen und wieder diese zwei rechts abstricken. Kennt das bei mir ja schon, ich stricke immer ziemlich feste. Daher muss ich mir mal angewöhnen, bei Muster ein bisschen lockerer zu stricken. Faden wieder dahinter. Hier durchstechen, einfach nur erstmal reinstechen, Faden holen. Und dann werden diese zwei Maschen rechts zusammengestrickt und von der Nadel geschoben. Faden wieder nach hinten. So. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir unsere ganze Reihe gestrickt haben, ja? So. Und die zwei zusammen. So, jetzt haben wir wieder zwei Maschen. So, seht ihr? So sieht das jetzt aus bei euch. Ja? So. Wir drehen die Arbeit. So, jetzt sind wir auf der rechten Seite. Drehen die Arbeit. Ich stricke mal erstmal meine Randmasche nämlich ab. So. Jetzt wieder den Faden dahinter. Faden holen und diese zwei Maschen abstricken. Ja? So. Abstricken. Hier rein, Faden holen, diese zwei Maschen wieder abstricken. Es wiederholt sich eigentlich die erste Reihe mit der zweiten Reihe, wiederholt sich jetzt eigentlich, ja? So. Faden holen,
die zwei Maschen aus zwei Maschen ein, also aus dem Umschlag, und aus der Masche macht er wieder ein. So, seht ihr hier nochmal ganz gut, der Umschlag und die Masche. Die strickt ihr zusammen ab, rechts. So. Okay. So sieht das jetzt bei euch aus. So sollte es jetzt aussehen, ja? So. Jetzt drehen wir die Arbeit. Und jetzt kommt unsere letzte Reihe. So. Ja. So. Wir gucken auf die linke Seite. So, das ist meine Masche, die ich nur abstricken muss. So, jetzt haben wir hier die feste Masche, ja? Die stricken wir jetzt rechts ab. Ja, rechts ab und lassen den Faden dahinter. Heben dann diese Masche ab, den Umschlag heben wir einfach nur ab und den Faden da hinten lassen. Ja, dann wieder hier rechts abstricken, Faden dahinter lassen. Die einfach nur mitnehmen, die Masche hier rechts abstricken, Faden dahinter lassen und den Umschlag einfach nur abheben und den Faden lasst ihr hier hinter mitlaufen, ja? So. Abheben, Faden nur mitlaufen lassen dahinter. So. Die feste Masche hier. Die hier mit dem Knubbel da, die strickt ihr rechts ab. Faden dahinter lassen, so dass der Faden sich vor dieser Masche legt. Ja? Und fertig. Jetzt braucht ihr nur noch alle Maschen rechts zu stricken. Seht ihr? Das ist euer Muster. Jetzt könnt ihr hergehen, alle Maschen werden jetzt rechts gestrickt, ja? So, wollen wir die mal rechts stricken jetzt, damit wir das Muster näher vom optischen her gut einsehen können. So, machen wir das doch mal. Weil ihr müsst ja immer die gleiche Maschenzahl immer wieder auf der Nadel haben. Nicht, dass ihr mal einen Umschlag vergessen habt. Dann habt ihr nämlich ein Problem, da habt ihr vielleicht ein oder zwei Maschen weniger, was natürlich dann nicht so toll wäre, ne? So. Strickt ziemlich locker ab. Ich stricke einfach immer zu fest, aber okay. Irgendwann werde ich das auch mal lernen, ein bisschen lockerer zu stricken, welche Muster habe. So, ja? Seht ihr? Noch mal eine Reihe zurück. Hier die Reihe links. Stricken. So. Seht ihr? So. Ich hoffe, dass es einigermaßen gut erklärt wurde. Denkt dran bei der letzten Reihe, dass der Faden immer vor dem Umschlag liegt und die Masche rechts gestrickt wird. Also wenn ihr die Masche rechts strickt, ja, wie ich jetzt eben erklärt habe, dann ist der Faden automatisch hier vor. Ja, das müsst ihr euch merken. So, und wenn ihr jetzt natürlich jetzt noch mal so eine linke Reihe dazu strickt, ja, dann habt ihr ein super tolles Muster. So, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei diesem kleinen Video. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen gut verstanden. Wenn nicht, wie gesagt, ihr dürft gerne immer nachfragen. Ja, ihr seht auch hier, jetzt hat man mal hier zwei, wie es dann aussieht. Ja, einmal mit der Wolle und einmal mit der Wolle. Ja, so von der Optik her sieht man es dann ganz toll hier. Hier habe ich jetzt die linke Reihe dann reingestrickt, was ich hier nicht gemacht habe. Und ich finde das mit der linken Reihe hier, man hier so schön sehen kann, finde ich natürlich toll ab Abschluss hier. Ja, wenn man das so dann nehmen würde oder auch hier oben jetzt noch mal eine linke macht.
Dann sieht das garantiert toll aus. Ich fände das auch so, wenn man sich Socken strickt, dass man das oben einfach nur als Bordüre da reinbringt, um den Socken einen kleinen Pfiff zu geben. Fände ich auch ganz gut. Also das könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das machen möchtet. So, wenn ihr eine Frage haben sollte dazu, dann dürft ihr mich gerne fragen, wie immer auch, ja. Ich wünsche mir ganz viele neue Abonnenten, ja, und würde mich auch freuen, wenn du mich abonnierst. Und wie gesagt, viel Spaß beim Stricken. Wünsche dir Ute. So, nochmal hier hingelegt, um einfach mal drauf zu schauen. So. Stricknadel will nicht so, wie ich will. Okay, bis dann, eure Ute.